Kochen 2.11.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. 200 Gramm Masada mit Anuskerne, 5 Zwiebeln, 12 Esslöffel Olivenöl, 350 Milliliter Pflanzencreme, Klammer auf, zum Beispiel Soja- oder Hafercreme, Klammer zu, Meersalz, Pfeffer aus der Mühle, Chiliflocken, 800 Gramm Steckrüben, 1 bis 2 Lauchstangen, 200 Gramm Champignons oder Kräuterseitlinge, 350 Milliliter Gemüsebrühe, 40 Gramm getrocknete Tomaten in Öl, 250 Gramm vegane Filotteichblätter, 2 Esslöffel helle Sesamsaat, 1 Esslöffel Schwarzkümmelsamen, 2 Esslöffel Mehl, Klammer auf, gestrichen, Klammer zu, winterlicher Blattsalat nach Belieben, Klammer auf, zum Beispiel Chicor und Eichblattsalat, Klammer zu, Macadamia-Nüsse in eine Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, herausnehmen und auf einem Teller auskühlen lassen. 2 Zwiebeln abziehen, hacken und in 2 Esslöffel, 1 in eine Pfanne anbraten. Nüsse hacken. Mit Zwiebelwürfeln in einem Küchenmixer fein pürieren, dabei nach und nach 100 ml Pflanzencreme zugeben und untermixen, bis eine cremige Paste entstanden ist. Mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken. Steckrüben putzen, schälen und etwa 1,5 cm groß würfeln. Lauch putzen, waschen und in Ringe schneiden. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. 2 Esslöffel Öl in der Pfanne erhitzen. Steckrübe, Lauch und Pilze, darin bei starker Hitze unter Wänden anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen, 150 ml Brühe angießen und das Gemüse zugedeckt bis fest dünsten. Etwas abkühlen lassen. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen, in feine Streifen schneiden und unter das Gemüse heben. Ofen auf 180 Grad, Klammer auf, Umluft, 160 Grad, Klammer zu, vorheizen. Teigblätter einzeln dünn mit Öl besteichen, überlappend auf einem großen Küchentuch zu einem Rechteck, Klammer auf, ca. 35 x 45 cm, Klammer zu, auslegen. Macadamia-Creme darauf dünn verstreichen, dabei rundherum etwa 2 cm Rand freilassen. Gemüse darauf verteilen, Teig an den langen Seiten etwas über die Füllung klappen, mit Hilfe des Tuchs zu einem Strudel aufrollen, in eine eckige Auflaufform oder auf ein tiefes Backblech legen, 1 Esslöffel Pflanzencreme und 2 Esslöffel Öl verrühren, Strudel dünn damit bestreichen mit Sesam und Schwarzkümmel, bestreuen, im heißen Ofen in ca. 40 Minuten goldbraun backen. Übrige Zwiebeln abziehen, in Ringe schneiden und in eine Pfanne in 3 Esslöffel Öl anbraten. Mehl darüber stäuben und kurz anschwitzen. Mit restlicher Brühe und übriger Pflanzencreme unterrühren, aufgießen und etwa 2 Minuten köcheln lassen. Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken. Strudel vor dem Anschneiden kurz ruhen lassen. Mit der Soße und nach Belieben etwas winterlichem Blattsalat anrichten. Pro Portion 1125 Kilokalorien / 4730 Kcal, 49 Gramm Kohlenhydrate, 19 Gramm Eiweiß, 96 Gramm Fett. Eine Knoblauchzehe, eine Lauchstange, 300 Gramm Pastinaken, eine Möhre, 2 Äpfelsaft von 1,5 Zitrone, 2 bis 3 Esslöffel Öl, 300 Gramm Quinoa, Klammer auf, Ersatz. Bulgur, Klammer zu, Saft von 2 Orangen, 1 bis 2 Teelöffel Ras El Hanout, Klammer auf, Ersatz. Currypulver, Klammer zu, 1 bis 2 Teelöffel brauner Zucker, Salz, Pfeffer, 600 ml Gemüsebrühe, 1 Stück Ingwer, 4 Chicorée-Kolben, 200 Gramm Sojajoghurt, Klammer auf, Natur, Klammer zu, 50 Gramm Mandelmus, Chiliflocken nach Belieben, 3 Esslöffel Agavensirup, gehackte Petersilie, Knoblauch abziehen und fein hacken. Lauch putzen, waschen, den weißen Teil fein würfeln, den grünen in Ringe schneiden. Pastinaken und Möhre schälen und klein würfeln. Äpfel waschen, vierteln und Kerngehäuse entfernen. Äpfel zunächst in Spalten, dann in Blättchen schneiden. Mit 1 Esslöffel Zitronensaft beträufeln. Ofen auf 160 Grad, Klammer auf, Umluft, 140 Grad, Klammer zu, vorheizen. In einem großen ofenfesten Topf mit Deckel, Klammer auf, zum Beispiel Taline, Klammer zu, 1 Esslöffel Öl erhitzen, Knoblauch und weiße Lauchwürfel darin andünsten, Gemüsewürfel und Lauchringe zugeben, Quinoa, Äpfel und Orangensaft einrühren, mit Ras El Hanout, Zucker, Salz und Pfeffer würzen, Brühe angießen, Deckel auflegen,
Quinoa im Ofen ca. 45 Minuten garen. Ingwer schälen und fein reiben. Chicorée waschen, halbieren und strunkkeilförmig herausschneiden. Joghurt mit Mandelmus, Salz, Pfeffer, eventuell Chili und Zitronensaft verrühren. Chicorée und mit Ingwer in 1 bis 2 Esslöffel heißem Öl 3 Minuten braten. Mit Sirup beträufeln und pfeffern. Quinoa mit Petersilie bestreuen und mit Chicorée 8 und Dip servieren. Pro Portion 640 Kilokalorien durch 2690 Kilojoule, 95 Gramm Kohlenhydrate, 20 Gramm Eiweiß, 18 Gramm Fett. Zubereitungszeit 75 Minuten. Schwarzkohlsalat mit Avocado, Dill und Zitrone. Zutaten für 4 Portionen: 800 Gramm Schwarzkohl, 3 Esslöffel Apfelessigsaft von 1 Orangensaft von 1,5 Zitrone, 1 türkische Lira Oregano, Klammer auf getrocknet, Klammer zu, Meersalz, 1 Avocado, 4 Stiele frischer Dill, 1 kleine Knoblauchzehe, Klammer auf gerieben, Klammer zu, 1 Esslöffel rote Zwiebel, Klammer auf fein gehackt, Klammer zu, 1 türkische Lira rote Chili, Klammer auf fein gehackt, Klammer zu, 1 türkische Lira Bio-Zitronenabrieb, 1 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Hanfsamen, Klammer auf geschält, Klammer zu, 2 Esslöffel Gollibeeren, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Schwarzkohl waschen, den Strunk. Bitte beachten, Kimchi muss 2 Stunden ziehen, dann 3 bis 5 Tage fermentieren. 1 Kilogramm Chinakohl, 1 kleiner Daikonrettich, 3 große Möhren, 1 Apfel, 1 kleine rote Zwiebel, 3 cm frischer Ingwer, 2 cm frische Kurkuma-Wurzel, 1 bis 2 Knoblauchzehen, 3 rote Chilis, Klammer auf getrocknet, Klammer zu, 3 Esslöffel gehackte Petersilie, 1,5 Teelöffel Koriander, Klammer auf gemahlen, Klammer zu, 1 Esslöffel Meersalz vom Chinakohl, den Strunk entfernen. Daikonrettich und Möhren schälen und alles grob raspeln. Apfel waschen und raspeln. Rote Zwiebel schälen und fein würfeln. Ingwer und Kurkuma schälen und fein reiben. Knoblauch abziehen und fein schneiden. Chilis grob mahlen. Alle Zutaten in eine große Schüssel geben und mit den Händen mindestens 5 Minuten kräftig massieren, bis viel Gemüsesud austritt. Nochmals nachsalzen und das Gemüse 2 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Das Gemüse dicht in ein heiß ausgewaschenes großes Glas, Klammer auf Inhalt 21, Klammer zu, oder mehrere kleine Gläser schichten und anschließend mit Gemüsesud bedecken. Das Glas mit einem sauberen Tuch zudecken und 3 bis 5 Tage bei Raumtemperatur stehen lassen. Gelegentlich kontrollieren, ob der Kimchi mit genügend Gemüsesud bedeckt ist und oben schwimmendes Gemüse entfernen. Der Kimchi ist fertig, wenn er ein angenehm säuerliches Aroma verbreitet. In mehrere Gläser umfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Kimchi hält sich bis zu 3 Monate. Pro Stück 80 k ein 340stel 10 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Eiweiß, 1 Gramm Fett. Holunder, Thymiansüppchen und Hirsesaufle. Hirse kurz heiß waschen und abtropfen lassen. Zitrone heiß waschen, trocken reiben und etwa die Hälfte der Schale fein abreiben. 200 ml Wasser mit 1 Esslöffel Honig, der Hälfte der Zitronenschale, Sternanis und Gewürznelke aufkochen. Hirse einrühren. Etwa 5 Minuten köcheln lassen, dann Topf vom Herd ziehen und Hirse 10 Minuten ausquillen lassen. Hirse abgießen und abkühlen lassen. Ofen auf 190 Grad, Klammer auf Umluft, 170 Grad, Klammer zu, vorheizen. Hirse auflockern, Sternanis und Gewürznelke entfernen. Eier trennen. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Butter und 2 bis 3 Esslöffel Honig hellcremig aufschlagen und Eigelbe unterrühren. Quark gründlich einrühren, Eischnee und aufgelockerte Hirse unterheben. Masse in 4 ofenfeste Förmchen, Klammer auf, 200 ml Inhalt, Klammer zu, verteilen und in ca. 25 Minuten goldbraun backen. Gurkernmehl sehr fein sieben. Zitrone auspress Senior Holundersaft, restlichen Honig, Klammer auf 4 Esslöffel, Klammer zu, und restliche Zitronenschale in einem Topf verrühren und kurz erhitzen, Klammer auf, nicht kochen, Klammer zu. Apfel waschen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Apfelscheibchen und Thymian im Holundersaft erhitzen. Holundersuppe nach Geschmack süßen und mit Zitronensaft abschmecken. Holundersüppchen und Hirsesauflis anrichten.
pro Portion 455 Kilokalorien durch 1920 Kilojoule, 51 Gramm Kohlenhydrate, 16 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten, Backzeit ca. 25 Minuten. Hagebuttenmaus SE Milch aufkochen, Vanilleschoten längs aufschneiden und Mark herausschaben. Schoten und Mark in die Milch geben, diese nochmals aufkochen, Orange heiß waschen, trocken reiben und Orangenschale fein abreiben, Saft auspressen. Eigelbe mit Puderzucker 100 Gramm Hagebuttenkonfitüre und Orangenschale in einer großen Schüssel über dem warmen Wasserbad dickschaumig aufschlagen. Vanilleschoten aus der Milch nehmen, heiße Milch langsam und unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen in die Eigelbmasse schlagen. Durch ein feines Sieb gießen. Agar-Agar nach Packungsanleitung in die heiße Creme rühren und darin auflösen. Abkühlen, die Masse anfängt zu gelieren, Sahne steif schlagen, nach und nach unterheben. Masse in kleine Gläser oder eine große Schüssel füllen. Zugedeckt etwa 4 Stunden kalt stellen. Übrige Konfitüre mit Orangensaft erwärmen und glatt rühren. Muss mit Schokospänen, Himbeeren und Konfitüre garniert servieren. Pro Portion 465 Kilokalorien durch 1960 Kilojoule, 32 Gramm Kohlenhydrate, 14 Gramm Eiweiß, 32 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten, Kühlzeit 4 Stunden. Zutaten für 4 Portionen: 4 Esslöffel geschälte Haselnusskerne, 3 Esslöffel brauner Zucker, 40 Gramm gepuffter Amaranth, 100 Gramm vegane Zartbitterschokolade, 75 bis 100 Milliliter gesüßter Mandeldrink, eine Prise Zimt, 2 bis 3 rosa Grapefruits, 1,5 große reife Ananas, laktosefrei, Nüsse grob hacken. Zucker in einer Pfanne schmelzen und leicht karamellisieren lassen. Nüsse und Amaranth untermischen, kurz karamellisieren. Dann auf ein Stück Backpapier streichen und auskühlen lassen. Schokolade hacken mit Mandeldrink und Zimt, in einer Schüssel über einem heißen Wasserbad cremig schmelzen. Nach Belieben mit etwas Zucker nachsüßen. Grapefruits und Ananas schälen. Von den Grapefruits auch die weiße Haut sorgfältig mit abschneiden. Früchte in sehr feine Scheiben schneiden und auf 4 Tellern halbkreisförmig auslegen. Mit dem Amaranth-Karamell in Stückchen anrichten. Schokosauce dazu reichen. Pro Portion 360 Kilokalorien durch 1520 Kilojoule, 51 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Eiweiß, 13 Gramm Fett. Zubereitungszeit 30 Minuten. Buchweizentorte mit Preiselbeeren, Ofen auf 160 Grad, Klammer auf, Umluft 140 Grad, Klammer zu, vorheizen. Springform mit Backpapier auslegen. Nüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten bis sie duften, dann herausnehmen. Vanilleschote längs aufschneiden und Mark herausschaben. Eier trennen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. 80 Gramm Zucker einrieseln lassen, dabei weiterschlagen. Eigelbe mit Vanillemark, übrigem Zucker, Klammer auf, 80 Gramm Klammer zu, und Zitronenschale schaumig schlagen, unter den Eischnee heben. Nüsse mit Mehlstärke und Backpulver mischen. Esslöffelweise unter die Eimaße heben. Teig in die Form füllen und 30 bis 40 Minuten backen. Abkühlen lassen und Springformring entfernen. Preiselbeeren mit Orangenschale verrühren. Sahne mit Sahne steif und Vanillezucker steif schlagen. 1/3 der Sahne beiseite stellen, übrige Sahne mit Preiselbeeren mischen. Gebackenen Biskuitteig waagerecht in 3 Böden schneiden. Um den unteren Boden einen Tortenring legen. Die Hälfte der Preiselbeersahne einfüllen. 2 Tellen Boden auflegen und übrige Preiselbeersahne darauf streichen. Biskuitdeckel darauf setzen und Torte über Nacht kalt stellen. Ring entfernen, Torte mit Hilfe einer Palette mit restlicher Sahne überziehen. Nach Belieben mit Sahne tupfen und Preiselbeeren garnieren. Baiser grob zerkrümeln und auf der Torte verteilen. Pro Stück 370 Kilokalorien durch 1560 Kilojoule, 33 Gramm Kohlenhydrate, 5 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Fett. Zubereitungszeit 60 Minuten, Kühlzeit ca. 8 Stunden, Backzeit ca. 30 Minuten.
Süßes Kürbis-Orangengratin mit Muskat-Vanille-Parfait Zutaten für 4 Portionen. Bitte beachten, Parfait-Masse muss 4 Stunden gefrieren. 1,5 Vanilleschote, 300 Gramm Schlagsahne, 1 Prise Muskatblüte, Klammer auf, frisch gemahlen, alternativ etwas geriebene Muskatnuss, Klammer zu, 3 Eigelb, Klammer auf, Bio, Klammer zu, 90 Milliliter Reissirup, Klammer auf, aus dem Naturkostladen oder Reformhaus, Klammer zu, 2 Orangen, Klammer auf, Bio, Klammer zu, 450 Gramm Muskatkürbis, 1 bis 2 Esslöffel Mandelmus, 3 Esslöffel Zitronensaft, 3 bis 4 Esslöffel brauner Zucker, Puderzucker nach Belieben, Reissirup, Vanilleschote längs, aufschneiden und Marker ausstreichen. Vanillemark mit Sahne und Muskatblüte in einem kleinen Topf erhitzen. Etwa 5 Minuten ziehen lassen. Eigelbe mit Sirup hellcremig aufschlagen. Heiße Muskatsahne nach und nach unterschlagen. Mischen in einer Schüssel über einem heißen Wasserbad und rühren erhitzen, bis sie andickt, Klammer auf, das dauert bis zu 15 Minuten, dabei darf die Masse nicht kochen, Klammer zu. Dann die Masse über Eiswasser kalt schlagen. Parfait-Masse in einer Eismaschine nach Anleitung oder in einer gefriergeeigneten Schale mindestens 4 Stunden gefrieren, dabei alle 30 Minuten mit dem Schneebesen durchrühren. Orangen heiß waschen, trocken reiben und die Schale von 1 Orange fein abreiben. Kürbis schälen, entkernen und in sehr feine Scheibchen hobeln. Mandelmus mit Zitronensaft, Orangenschale und 2 Esslöffel Zucker mischen, Kürbisschäppchen vorsichtig untermengen und kurz im Mousse-Mix ziehen lassen. Ofen auf 180 Grad, Klammer auf, Umluft weniger geeignet, Klammer zu, vorheizen. Beide Orangen so dick schälen, dass die weiße Haut mit entfernt wird. Orangen in feine Scheiben schneiden. Kürbisscheiben mit Samtmus und Orangen in 4 flache Gratinförmchen-Schichten, jeweils mit einer Orangenscheibe abschließen. Zunächst mit Alufolie bedeckt etwa 15 Minuten backen. Übrigen Zucker darüber streuen, dann offen weitere ca. 10 Minuten gratinieren. Gratin nach Belieben mit Puderzucker bestäuben und mit Parfait anrichten. Pro Portion 470 Kilokalorien durch 1980 Kilojoule, 37 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Eiweiß, 32 Gramm Fett. Zubereitungszeit 30 Minuten, Kühlzeit 4 Stunden, Backzeit ca. 25 Minuten. 80 Gramm Mandeln, fein abgeriebene Schale von einer Zitrone, Klammer auf, Rio, Klammer zu, 60 Gramm Rosinen, 3 Esslöffel Puderzucker, 300 Gramm Naturjoghurt, Klammer auf, alternativ Sojajoghurt, Klammer zu, 400 bis 500 Gramm Weintrauben, Klammer auf, am besten kernlose, nach Belieben weiße und blaue Trauben gemischt, Klammer zu, 2 bis 3 Esslöffel Honig, Klammer auf, alternativ Agavendicksaft, Klammer zu, 1 bis 2 Teelöffel gemahlener Zimtkräuter zum Garnieren, Klammer auf, zum Beispiel Minze, Klammer zu, Mandelkerne kurz in kochendem Wasser blanchieren, kalt abschrecken und mit den Fingern aus der Haut drücken, Mandeln grob hacken und in eine Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze rösten. Pfanne vom Herd ziehen, Zitronenschale, Rosinen und Puderzucker hineingeben, alles gut durchschwenken und abkühlen lassen. Ofen auf 220 Grad, Klammer auf, Umluft, 200 Grad, Klammer zu, vorheizen. Joghurt mit dem Schneebesen cremig rühren, Mandelrosinenmischung unterheben. Weintrauben am Stiel vorsichtig waschen. Abtropfen lassen, nach Belieben mit einer Schere in kleine Rispen schneiden. Oder Trauben von den Stielen zupfen, eventuell halbieren und falls nötig Kerne entfernen. Trauben auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. Mit Honig beträufeln, mit Zimt bestäuben und im Ofen auf mittlerer Schiene ca. 5 Minuten backen. Trauben, Klammer auf, samt entstandenem Saft bei halbierten Trauben, Klammer zu, und Mandeljoghurt auf Teller verteilen. Nach Belieben mit Kräutern garnieren und sofort servieren. Pro Portion 345 Kilokalorien / 1450 Ki, 45 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Eiweiß, 14 Gramm Fett. Zubereitungszeit 20 Minuten.
Fenchel Parfait auf Zitrusfruchtsalat. Zutaten für 4 Portionen bitte beachten. Parfaitmasse muss etwa 2 Stunden gefrieren. 400 Gramm Fenchel, 3 Esslöffel Zucker, 4 Esslöffel Zitronensaft, 1 Prise Anissamen, 3 bis 4 cm frische Ingwerwurzel, 100 Gramm Sahnejoghurt, 2 Blutorangen, 1 rosa Grapefruit, 1 Grapefruit, 2 Orangen, 200 Gramm frische Datteln, Fenchelknollen, waschen und putzen. Zartes Grün beiseite legen. Fenchel grob würfeln und mit Zucker und Zitronensaft in einem Topf zugedeckt, sehr weich dünsten. Fenchel pürieren durch ein feines Sieb streichen und etwas abkühlen lassen. Anis fein mörsern. Ingwer schälen und fein reiben. Anis, Ingwer und Joghurt unter den Fenchel mischen und abschmecken. Mischung in einer vorbereiteten Eismaschine etwa 30 Minuten gefrieren lassen. Oder in eine gefriergeeignete Schüssel füllen und im Gefrierschrank etwa 2 Stunden gefrieren lassen, dabei alle 30 Minuten mit einem feinen, stabilen Schneebesen durchrühren. Zitrusfrüchte so dick schälen, dass die weiße Haut mit entfernt wird. Früchte filetieren oder in Scheiben schneiden und auf 4 Teller verteilen. Datteln entkernen, in Streifen schneiden. Aus dem Parfaitnocken formen mit den Dattelstreifen und Fenchelgrün, auf dem Zitrussalat anrichten. Pro Portion 410 Kilokalorien durch 1730 Kilojoule, 80 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Eiweiß, 3 Gramm Fett. Zubereitungszeit 50 Minuten. Vegane Mini-Käsekacke Desserts. Cashewkerne grob hacken, mit den Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rösten, bis sie zu duften anfangen. Herausnehmen und auf einem Teller abkühlen lassen. Datteln entsteinen und würfeln. Cashewkerne, Datteln und Mandeln in einen Mixer geben und mit der Pulsefunktion fein zerkleinern. Nach und nach etwa 4 Esslöffel Wasser und Gewürze zugeben und nur so lange mixen, bis eine formbare Masse entstanden ist. Diese als Böden in 4 kleine Backformen 0,8 cm, 200 ml Inhalt Klammer zu, oder in mit Papierbackförmchen ausgelegte Muffinformen drücken, kalt stellen. Ofen auf 160 Grad, Klammer auf Umluft weniger geeignet, Klammer zu, vorheizen. Veganen Frischkäse und Tofu kurz fein pürieren. Zucker, Zitronensaft und Schale unterrühren. Verdickungsmittel fein sieben und gründlich untermixen. Creme auf die Böden verteilen. Fruchtaufstrich eventuell durch ein feines Sieb streichen und leicht unter die Creme rühren, so dass ein marmoriertes Muster entsteht. Törtchen im Ofen etwa 40 Minuten backen. In den Förmchen vollständig auskühlen lassen und gut gekühlt servieren. Pro Portion 730 Kilokalorien durch 3090 Kilojoule, 55 Gramm Kohlenhydrate, 27 Gramm Eiweiß, 45 Gramm Fett. Zutaten für 4 Stück bitte beachten. Pizza muss 12 Stunden trocknen, Cashews 2 Stunden einweichen für die Blumenkohlpizza, 1,5 mittelgroße Blumenkohl, 50 Gramm Cashewnüsse, Klammer auf 2 Stunden eingeweicht, Klammer zu, 1,5 Zucchini, 1 kleine Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Petersilie, 1,5 Esslöffel Leinsamen, Klammer auf gemahlen, Klammer zu, 1 Esslöffel Zitronensaft, Meersalz, 1 Esslöffel Edelhefeflocken, schwarzer Pfeffer für das Baba Ganoush, 1 Zucchini, 11 Zweitel Esslöffel helles Tahini-Saft von 1,5 Zitrone, 1 Esslöffel frischer Koriander, 2 Esslöffel Olivenöl, Zucchini schälen, würfeln, Knoblauch abziehen, reiben, beides mit Cashewnüssen, grob gehackter Petersilie, Leinsamen, Zitronensaft, 1,5 Teelöffel Salz und Edelhefeflocken zum Blumenkohl geben und mit C-Pulse-Funktion einarbeiten. Etwas schwarzen Pfeffer hinzufügen. Etwa 120 ml Teigmasse auf ein mit Dörrfolie ausgelegtes Dehydratoreneinschubfach geben. Mit angefeuchteten Händen den Teig 6 dick formen und mit einem Küchenring kreisrund ausstechen. 1 Siede auf 60 Grad dehydrieren. Dann bei 42 Grad über Nacht trocknen lassen. Falls kein Dehydrator vorhanden ist, können die Böden auch im Umluftofen bei 50 Grad zubereitet werden. Auf Backpapier gedruckt und mehrere Stunden trocknen lassen. Hin und wieder den Backofen öffnen, damit die Luftfeuchtigkeit entweichen kann.
Für das Baba Ganoush die Zucchini grob würfeln und mit den anderen Zutaten in den Mixer geben und auf höchster Stufe fein pürier Grünkohl in eine Schüssel mit Essig, Olivenöl und Meersalz vermengen und 2 Minuten mit den Händen massieren, bis er schön weich auf jeden Pizzaboden ein Esslöffel Zucchini Baba Ganoush geben. Mit Grünkohl halbierten Trauben und Oliven belegen und servieren. Pro Stück 185 Kilokalorien durch 780 Kilojoule, 11 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Eiweiß, 12 Gramm Fett, Siehe Glossar-Seite Zubereitungszeit, 25 Minuten.